Lieben Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück bei Geralt, der sich auf dem Weg zu Jorvid befindet. Irgendwo hat der Elfenanführer hier im Wald sein Lager. Das wird ein vermutlich sehr wichtiges Gespräch werden. Aber uns versperrt hier eine Krabbspinne den Weg, die wir noch nicht sehen können, aber die da unten irgendwo haust. Ja, Zoltan will nicht mitkämpfen, also müssen wir die Sache alleine erledigen. Wir können uns mal ein bisschen mit dem Thema Krabbspinne beschäftigen. Gucken wir mal, was im Journal dazu steht. So sieht sie aus. Sie sieht ein bisschen aus wie die Spinnenkönigin, oder? Also wie die Endriaga-Königin. Okay, ist vermutlich so ähnlich drauf. Spinnen sind einsame Jäger, warten geduldig auf ihre Beute und töten sie mit einem einzigen Schlag. Das gilt auch für die Krabbspinne, eine riesige Kreatur, die im Wald am Fluss haust und dessen unangefochtene Herrscherin ist. Andere Jäger auf ihrem Territorium duldet sie nicht, auch keine Hexer. Gut, wir wissen aber, dass wir noch einen zweiten Ort haben, wo wir nachgucken können, um mehr zu erfahren, nämlich hier, Krabbspinnen. Die Krabbspinne ist groß, behäbig und gut durch einen robusten Panzer geschützt. Dieser Carapax, wie Hexer den Panzer nennen, ist vorne besonders hart, weswegen es einfacher ist, die Kreatur seitlich oder von hinten zu verwunden. Ein Frontalangriff seitens der Krabbspinne ist eine gute Gelegenheit dazu. Man weicht aus und schlägt dann selbst zu. Zweifellos ist der starke Kampfstil am wirksamsten. Gift und Feuer schrecken die Krabbspinne nicht. Ihr primitives Nervensystem reagiert kaum auf Verletzungen und das Biest steckt dank seiner Vitalität auch schwere Treffer weg. Ihre Wunden heilen bereits, wenn sie nach dem Kampf ihre Beute verschlingt. Krabbspinnen sind Insekten, da empfiehlt es sich, die Klinge mit Öl gegen Insektoide zu versehen. Es ist praktisch die einzige Schwäche des Ungetüms, dagegen nicht immun zu sein. Alle anderen Hexerkunstgriffe kann man getrost vergessen, auch Gifte oder Zeichen und erst recht Versuche, den Koloss umzuwerfen. Okay, das sind doch ein paar interessante Informationen. Ich würde sagen, dann werden wir uns entsprechend vorbereiten und mal ein paar Tränke als erstes nehmen. Wir haben keine Vergiftung, insofern kein Thema. Schwalbe ist, glaube ich, Standard. Ja, ob sie uns vergiftet? Davon war jetzt gar nicht die Rede, ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal einen Waldkauz für die Energieregeneration und wir können einfach mal Krähe nehmen. Erhöht Schwertschaden, das kann sich ja auch nicht schaden. So, das trinken wir. Und dann nehmen wir auch mal die Empfehlung auf und nehmen so ein Insektoidenöl. Okay, so, das wirkt erstmal 10 Minuten und dann gehen wir hier nochmal rein und nutzen das Insektoidenöl aufs Silberschwert. Genau. Okay, jetzt noch schnell gespeichert und dann geht's los. Offenbar müssen wir wieder runter zu Zoltan. In die andere Richtung geht's weiter. Na, Zoltan will nicht mitkämpfen. Aber wir stürzen uns in den Kampf. Jetzt bin ich immer gespannt. Halt, wir können... Ah, wichtig, Zeichen noch mal kurz checken. Quen können wir eigentlich schon mal aktivieren. Von dieser Stelle haben die Elfen gesprochen. Aber was sich da nähert, das ist kein Elf. Kümmer du dich drum, Geralt. Ungeheuer sind nicht mein Spezialgebiet. Na klar. So, Krabbspinne, dann komm mal. Was ist mit ihrem Angriff? Ah, das geht doch, oder? Aha, Gift macht sie doch. Okay, hätte man wissen können. Wir können doch mal probieren, wie das läuft mit Irden. Warum eigentlich nicht? Na komm. Aha, jetzt. Okay, ich krieg sie nicht reingelockt in Irden. Wo ist denn ihr super Angriff, von dem die Rede war? Sehe ich im Moment nicht. Ah. Jetzt hatte sie mal hier einen Schaden versucht. Komm mal rein hier. Und gleichzeitig, was macht Zoltan eigentlich? Ach, der kämpft noch ein bisschen mit, okay. So, jetzt Irden. Keine Wirkung, kann das sein? Aber das Gute ist, dass Zoltan von hinten einschlägt, während wir sie hier vorne ablenken. Ja. Kriegen wir doch hin. Wie wirkt dann vielleicht Samum? Das lähmt ja ein bisschen. Das könnte noch interessant sein. Ja,
Ja, das hat, glaube ich, eine Wirkung gezeigt. Hervorragend. Sehr gut. Stärken wir mal wieder unseren Schutz. Also Soltan macht seine Sache wirklich gut, muss ich sagen. Jetzt haben wir sie gleich. Jawohl. Okay, also das klang jetzt schwerer, als es dann am Ende war. Wir waren auch wirklich gut vorbereitet, würde ich sagen. Aber so soll es ja auch sein, ne? Aha. Wir werden erwartet. Da haben wir ihn. Nette Vorstellung, Gwynblade. So viel Mühe machst du dir, obwohl dich ein ungleicher Kampf und der sichere Tod erwarten. Und das aus deinem Mund. Was willst du von mir, Fatgern? Red schnell, bevor ich euch beide töte. Leto hat dich verraten. Er wollte sich mit deinem Gefährten Kiaran verständigen. Kiaran Eb Esnelen ist tot. Seine Krieger sind vor 2 Wochen in einem Hinterhalt gefallen. Lügen haben kurze Beine, Gwynblade. Auf der Barke ist er. Verwundet, aber am Leben. Er hat sich Leto widersetzt und seine Abteilung hat dafür teuer bezahlt. Wenn das wahr ist, wird der Deune sterben. Dein Wort allein genügt mir aber nicht. Okay. Gut, das ist ja erstmal schon ein Teilerfolg. Wie können wir ihn jetzt richtig überzeugen? Aber wir können erstmal allgemein mit ihm ins Gespräch kommen. Der gedungene Mörder hat sich also als Verräter entpuppt. Vorläufig steht nur sein Wort gegen deins. Wer ist er, dass du ihm so blind vertraust? Ein Deune, der die schmutzigen Angelegenheiten der Skoyatel erledigt? Einer, der bereit war zu tun, was zu tun ist. Einer, der gezeigt hat, dass niemand unverwundbar ist. Was willst du eigentlich, Jorvet? Das kannst du nicht verstehen. Du hockst in den Wäldern, ermordest Reisigsammler, kaust Wurzeln. Wir leben nach unseren eigenen Prinzipien. Wir tun, was wir tun müssen. Dein elfischer Stolz gebietet dir also, durch die Büsche zu kriechen. Du bist tief gesunken, ein Seide. Hüte deine Zunge, Gwynblade. Na gut, das war jetzt nicht so günstig. wir wollen ihn jetzt nicht weiter beleidigen. Was erwartet dich am Ende des Weges? Geralt, was geht's dich an? Eshet Fatgern, du hast alles Eb Arze. Ich hab nicht alles Eb Arze. Mein Leben hängt gerade von deiner Laune ab. Drum bin ich neugierig. Nur so viel. Die beiden Könige, die getötet wurden, waren 2 ausgemachte Hurenböcke, die noch das Todesurteil ihrer Kinder unterschrieben hätten, um an der Macht zu bleiben. Aber im Osten gibt es jemanden, der die Krone verdient. Okay, also der mischt hier mit in einer ganz großen Politik, so wie es aussieht. Was soll diese Bemerkung? Auch in Flotsam leben Anderlinge? Ach so, weil sie Flotsam angreifen. Ja, das können wir mal thematisieren. Finde ich gut. Du überfällst und ermordest die Bewohner von Flotsam und vergisst dabei, dass unter ihnen Elfen und Zwerge leben. Leben. Sie haben ihnen die Selbstachtung genommen. Ihnen befohlen, nach Menschengesetz zu leben und zu sterben. Sie sind viel eher Deune als du, Geralt. Was denn? Du vertraust diesem Mörder weiter? Wenn du mich anlügst. Wenn ich lüge, hat Kiaran auch gelogen. Also prüfen wir das. Mal sehen, was Leto zu deinen Enthüllungen sagt. Leto, wo ist er? Oha. In den Ruinen von Kalmaret. Was immer er da treibt, er scheint den Ort zu mögen. Das Kommando gibt uns Deckung. Seid ihr bereit? Warum wolltest du Foltests Tod? Foltest konnte den bezaubernden Menschen mimen. Doch wer war er wirklich? Er ließ zu, dass die alten Rassen in Temerien verfolgt wurden. Er war wie alle Deune. Doch bedeutet sein Tod viel mehr.
Ich würde gerne hier noch die Überreste der Krabbspinne einsammeln. Ich fürchte, wenn ich jetzt sage, machen wir uns auf den Weg, geht das nicht mehr. Deswegen werde ich das nochmal ein bisschen herauszögern. Wir treffen uns dort. Ich muss mich vorbereiten. War fail, Gwynblade. Und keine Tricks. Okay, meint er die Ruinen da, wo wir... Ich bin mit dir hergekommen. Ich kehre auch mit dir zurück. Nein, Sultan. Deine Anwesenheit könnte Verdacht erregen. Wenn du meinst, lass dich nicht schlachten. Okay, Sultan verschwindet. Mit den Ruinen meint er da, wo die Rosen sind? Oder sind das noch andere Ruinen? Okay, wir sammeln jetzt erstmal die Überreste ein. Das ist jetzt wirklich nicht ganz unwichtig. Wolfsbann. Das ist aber das, was ich nicht haben wollte. Tja, wo ist die Krabbspinne gestorben? Wo finden wir das Zeug? Da sind noch Pilze. Ne, ernsthaft. Ich will das Krabbspinnenzeug haben. Die Augen waren fast 500 Orens wert. Ist auch nervig, dass ich nicht immer zu... Ach, hier ist noch was. Da unten. Schwert aus Kermoren. Aha. Okay, war hier ein Hexer? Das müssen wir uns nachher auch nochmal angucken. Vielleicht habe ich schon wieder umsonst ein Schwert hergestellt. Dieses wunderbar gezackte Schwert. Aber wo ist das Krabbspinnenzeug? Oder habe ich das möglicherweise schon eingesammelt? Zaunrübe. Kann sein, dass er es automatisch aufgenommen habe. Ich guck mal rein. Nee. Also wir haben das Schwert hier. Ah, es ist auch ein Silberschwert. Schwert aus Kermoren. 15 bis 24. Ist aber nicht besser als das exzellente Silberschwert. Das beruhigt mich etwas. Aber das Krabbspinnenzeug haben wir nicht aufgenommen. Da sehe ich noch was. Das sind aber auch nur Pilze. Warte mal, wir sind... Von wo sind wir gekommen? Ich glaube, wir standen hier. Und da begann der Kampf. Aber es hilft mir jetzt nichts. Okay, Leute. Ich mache hier mal einen Schnitt. Das ist irgendwie eine nervige Sucherei, aber ich will das wirklich genau überprüfen. Das muss doch hier zu finden sein. Und eine Sekunde später habe ich es gefunden. Hier liegt es. Krabbspinnenaugen und Krabbspinnenpanzer. Das können wir Gott sei Dank jetzt an uns nehmen. Okay, mehr haben wir nicht gewollt. Jetzt ist die große Frage, wo ist jetzt der Treffpunkt? Ah, alles klar. Das ist da. Bei den Rosen tatsächlich. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage. Kriegen wir vorher so viel Geld zusammen, wir haben 119, dass wir noch die Trollzunge kaufen können und dann die Geschichte mit dem Amulett beenden können? Das wäre, glaube ich, richtig gut. Ich würde sagen, das versuchen wir. Wir werden versuchen, echt wirklich jetzt alles zu verkaufen, was geht, um das Geld zusammen zu bekommen. Ja, insofern sammle ich hier noch ein bisschen was ein. Warte, was ist denn hier schon wieder? Noch? Ah, Jorvets Versteck. Ernsthaft? Okay, wow. Sehr spannend. Jetzt ist die Frage, ich meinte, raubt man jetzt dieses Versteck aus? Ein solides Entermesser und Ohrens. Wisst ihr was? Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt wirklich Geld brauchen für diese Geschichte, bin ich mal so frei. Noch ist nicht klar, was für ein Spiel er treibt. Das ist jetzt vielleicht nicht die feine englische Art. Aber ich mach das mal. Okay. Boah, es ist ja diesig hier, oder was ist das? Gut. Also hier essen sie nur und das war's dann auch schon. Mehr Geheimnisse gibt es hier erstmal nicht. Naja, aber das waren möglicherweise die entscheidenden 150 Orens für das, was ich jetzt vor... Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass wenn wir... Warte mal, war hier was ich übersehen habe? Schaut mal, hier geht es auch noch weiter, aber da kommen wir nicht hoch. Aha. Interessant. Gibt es da noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, ich denke nicht.
Ja, ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass wenn wir diese Geschichte hier beenden und es läuft ja so ein bisschen auf so eine Art Finale jetzt hinaus, dass wir dann aus diesem Gebiet herausgezogen werden und wir nicht mehr diese Dinge erledigen können. Deswegen würde ich es gerne jetzt tun. Ich hoffe da auf euer Verständnis. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir zurück? Ich habe jetzt ein bisschen die Orientierung verloren, aber ich glaube, hier hoch, ne? Wo ging es jetzt nochmal lang? Hier geht es irgendwie auch hoch oder gibt es hier noch möglich... Ne, hier geht es nicht hoch. Eieieiei. Kurzer Blick auf die Karte. Also, die Richtung stimmt so nicht. Wir müssen irgendwie nach links weg. Da oben müssen wir hin. Aber wie kommen wir da hoch? Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen da hoch. Dieser Absatz war falsch. Und hier müssen wir hochklettern. Jawohl. Und da führt uns dann auch der Weg weg. So sieht's aus. Hier ist die Brücke und da sind wir dann auch wieder. Prima. So, das heißt eigentlich, dass uns jetzt der Weg eigentlich direkt zu Cedric führen könnte, weil wir dort die Trollzunge auch kaufen können. So, kurze Orientierung, wo genau befinden wir uns? Ja, wir werden jetzt da vorbeilaufen und dann kommen wir zu Cedric, ja, alles klar. Da haben wir schon die Mauern. Das ist ein schöner Hinweis darauf, wo wir uns befinden. So. Nicht mehr weit und dann sind wir da. Da haben wir sie. Okay. Er ist diesmal wo? Da schlägt einem das Herz bis zum Hals. Ja. Er ist diesmal hier unten, wie es aussieht. Gut, das heißt, wir können erstmal verkaufen. Und dann gucken wir, was da geht. Das solide Entermesser bringt immerhin 19, sind wir schon bei 288. Ach Gott, diese, das bringt nicht so viel. Die Shiadal-Rüstung, immerhin 39, für die haben wir so viel Geld bezahlt. Wahnsinn. So. Ja, die Aufwertung, das lohnt sich alles nicht. Das Zeug ist zu wichtig für uns. Tränke werde ich natürlich auch nicht verkaufen. So, wir können aber hier... es gibt hier auch noch eine ertrunkene Trophäe, sehe ich gerade. Aber eine... ja, ich will jeweils eine schon behalten. So, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir Mutagene verkaufen. Die bringen ja ordentlich was. Und zwar von denen, die wir doppelt haben und die kleinen sowieso. Aber nur eine... Hier haben wir kleine Stärke-Mutagene. Da verkaufe ich mal 3. Hier kleine Macht-Mutagene. Verkaufe ich 2. 5 kleine. Ja, verkaufe mal hier 4 von. Jetzt sind wir schon bei 439. Das sieht doch ganz gut aus. Die großen, die bewahren wir uns mal auf. Und jetzt schauen wir, was wir hier... Oh ja, schaut mal. Haarschleierlinge. Da können wir ordentlich was verkaufen. Machen wir mal 30 Stück. Sind wir schon bei 500. Das müsste fast schon reichen, ne? Gibt es noch irgendwas, was wir so in richtigen rauen Mengen haben? Ja, Neckerkrallen zum Beispiel. Ah, ich habe hier einen Shortcut gefunden. Sehr gut. 23. Ja... okay, vom Handwerkszeug will ich nichts verkaufen. Wir haben hier noch ein Fischernetz, das wär's. So, 549. Wir gucken auf die andere Seite und suchen die Trollzunge. Da haben wir sie. 439 wird gekauft. So, und damit müssten wir jetzt alle... ja, bringen die rituellen Zutaten zu Aneshka. Genau, damit haben wir nämlich alles. Bin mal gespannt.
was aus diesem Amulett wird. Ihr Haus war dahinter. Ich glaube, nächste Biegung. Sei gegrüßt, Weißhaariger. Sei gegrüßt. Ich bin wieder da. Ach, du machst den Boden sauber. Reden wir über das Amulett. Willst du es verkaufen? Nein. Ich möchte alles über dieses Ritual erfahren. Dann frag. Ich hab ja alles jetzt. Kannst du dieses Ritual durchführen? Tja, du hast alle Ingredienzen. Wenn du entschlossen bist, komm um Mitternacht zur Statue des Veopathes. Gut, ich komme bestimmt. Okay, wow. Das wird ja aufregend. Das wird ja ein offensichtlich okkultes Ritual. Da wir, glaube ich, bis dahin auch nichts anderes zu tun haben, können wir erstmal auf die Quest hier mal wechseln. Und ich denke, dann werden wir bis Mitternacht dort meditieren. Also, meditiertes Herz. Gut, Geralt hat die ganze Flotsamer Gegend abgegrast und die Zutaten gefunden, auch wenn die Trollzunge nicht ganz einfach zu beschaffen gewesen war. Er übergab die Ingredienzien Aneshka, verabredete sich mit ihrem Altar des Veopathes tief im Wald. Sie hatte erklärt, dass sie das Ritual zur Erweckung der Kräfte des Talismans nur an diesem Ort bei Mondschein durchführen konnte. Ja, das hat sie zwar nicht so ganz genau erklärt, aber jetzt wissen wir es. Das sind die Ausschmückungen von Rittersporn. Schon ganz in Ordnung. Oh, ich wollte ja eigentlich im Dorf hier nichts klauen. War Reflex. Kräuter ist, denke ich, kein Problem. Aber alles andere wollen wir nicht tun. So. Kurzer Blick auf die Karte. Warum hat er jetzt als Questziel die Hütte der Kräuterfrau? Das ist merkwürdig. Der Altar ist doch woanders gewesen. Der war doch hier irgendwie... Nee, hier war er nicht. Da vorne und dann links. Glaube ich zumindest. So, hier. Und da vorne ist der Eingang in den Bereich, genau. Na, entweder jagen oder Necker. Die Musik verrät es mir, aber ich sehe noch nichts. Ah, okay, alles klar. Ah, ich bin... Du stinkst vielleicht. Oh Gott, das war schlecht. Aber wir sehen, der Schaden, den wir machen, ist schon enorm viel höher. Mit einem schweren Schlag haben wir die fast erledigt. Die normalen. Da ist noch einer. So, dann haben wir... Oh, da geht's immer noch weiter. Erstaunlich, dass wirklich hier noch so viele im Wald sind. So. Gut. Also, Mitternacht wurde gesagt. Ich werde das mal nicht direkt hier vormachen, unsere Meditation, sondern wir gehen mal hier so ein bisschen zur Seite. Sicherheitshalber abspeichern und dann werden wir die Zeit abwarten bis Mitternacht. So. Und da ist es Mitternacht. Wir sind am Altar. Triff dich nachts beim Altar des Veopathes mit Aneshka.
Sie ist nicht da. Wir sind da. Okay, vielleicht ist es eine falsche Questbeschreibung. Und wir sollen nachts zu ihr kommen. Und dann mit ihr dorthin gehen. Das könnte natürlich auch sein. Das wäre ein bisschen ärgerlich, aber möglich. Ah, schaut mal, sie kommt. Aha, okay, alles klar. Sie geht mit der Nacht los. So, ich bin hier. Ich beschütze dich. Okay, alles gut. Folgen wir hier. Sie hätte ja auch mal pünktlich losgehen können. Das heißt, eine halbe Stunde vor Mitternacht. Den Weg muss man doch mit einberechnen bei solchen Verabredungen. Na gut. Sie haben ja auch keine Armbanduhren. Das ist mit der Uhrzeit auch so eine Sache. Für jeden ist Mitternacht wahrscheinlich in dieser Welt ein bisschen anders. So ganz genau kann man das ja auch nicht definieren. Insofern habe ich Verständnis. So, kann losgehen. Endlich kommst du. Nicht viele Leute wagen sich in diesen Wald hinein. Erst recht nicht nachts. Die Eichhörnchen fürchte ich nicht. Und gegen Ungeheuer habe ich meine Methoden. Interessant. Dieser Ort birgt Geheimnisse, von denen Hexer nicht mal träumen. Du bleibst mir fürs Erste ein Rätsel. Wozu brauchst du mich? Ich kenne das Ritual nicht. Das wirst du schon verstehen, wenn ich mit der Durchführung anfange. Bist du bereit? Fangen wir an. Also pass auf, Hexer. Oh nein, Geister. Du musst mit ihnen kämpfen. Warte mal. Was hilft gegen Geister? Fallen? Aber erstmal müssen wir uns Quen geben. Toll. Großartig. Stirb. Ach Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, läuft man da rein. Okay, schnelle Schläge, das hilft. Und schön ausweichen. Und Quen. Auch immer wichtig. So, wir haben keine Energie mehr. Und wir müssen uns ein bisschen fokussieren. Aber die Energie ist wieder da, das ist gut. Geben wir uns erstmal nochmal Quen. Und dann würden wir schon nicht schlecht, ne? Ah, verdammt. Wir haben hier wieder eine Ecke, wo sie abhauen. Shit. Das war insofern nicht gut mit Irden. Okay. Den einen Geist haben wir ganz gut. Okay, ich lasse es mal mit Irden. Wir werden uns einfach mit Quen stärken. Und dann müssen wir halt reingehen. Okay, den ersten haben wir. Kommt da noch einer? Ach du Schreck. So, jetzt habe ich vergessen, mir Quen zu geben. Sehr schlecht sogar. Können wir irgendwie was noch machen? Vielleicht mit Samum? Ah ja, das war, glaube ich, ganz wirksam. Nein! Oh, verdammt. Wow. Da war ich nicht aufmerksam genug. Okay, wow. Dann machen wir das gleich nochmal. Vielleicht sollte ich doch einen Trank nehmen. Das müsste eigentlich reichen, wenn wir einmal eine Schwalbe nehmen. Das kriege ich schon hin. Oder vielleicht noch mit Geisteröl arbeiten. Ja, gut. Machen wir das mal. Gucken wir mal, ob wir Öl haben. Oder was wir da haben gegen Erscheinungen. Wir haben übrigens auch... Ah, wartet mal. Wir haben auch weitergehende Informationen, auf die man nochmal zurückgreifen kann. Charakter. Ah,
Ach hier, Merkmale, entschuldigt. Erscheinungen. Erscheinungen bleiben an den Ort ihres Todes gebunden. Manche verteidigen ihr Haus, andere sinnen auf Rache in Krypten und Katakomben oder auf Schlachtfeldern trifft man umherirrende Verdammte, bisweilen sogar ein Grüppchen. Es stimmt nicht, dass sie nur nachts unterwegs sind. Zutreffend ist jedoch, dass sie keiner Kommunikation zugänglich sind und weder vor Menschen noch vor anderen Monstern Angst haben. Erscheinungen können schweben, sind also flink. Man sollte mit Zeichen und dem schnellen Kampfstil gegen sie vorgehen. Sie können sich außerdem dematerialisieren und damit unsichtbar werden, also nicht zu weit ausholen mit dem Hexerschwert. Ah, verstehe. Erscheinungen können nicht bluten und nehmen durch gewöhnliche Gifte keinen Schaden. Dafür sind sie empfindlich gegen Feuer und natürlich gegen Silber. Die wirksamste Waffe ist das Geisteröl. Gut. Vielleicht sollten wir mal mit Igni ein bisschen was machen. Oder mit unserer Kartätsche, die bringt ja auch Feuer, ne? Ja, das könnte was werden. Okay. Dann trage ich mal hier ein bisschen Öl auf. Geisteröl haben wir Gott sei Dank aufs Silberschwert. Und dann werden wir auch nochmal einen Trank nehmen. Einmal die Schwalbe sollte genügen. Inzwischen dürfte sie dann auch da sein. Oh, das Öl wirkt nur 5 Minuten. Das ist natürlich schlecht, aber es sollte eigentlich reichen. Okay, so, ich hoffe, sie beeilt sich. Ich speichere mal ein bisschen. Da steht sie schon, ja, perfekt. Endlich kommst du. Nicht. Die Eich. Inter. Dieser Ort. Du bleibst mir. Wozu brauchst du mich? Das wirst. Bist du bereit? Fangen wir an. Also pass auf. Okay, dann starten wir mit Quen. Du musst mit ihnen kämpfen, damit ich das. Und dann gucken wir mal, was die Kartätschen vielleicht erreichen. Verfluchte Biester. Das kannst du laut sagen. Ja, die erreichen ein bisschen was. So. Quen ist noch aktiv. Wichtig. So, jetzt schnell ausweichen. Und Quen wieder aktiv schalten. Ja, kommt her. So, einen habe ich, aber mich hat es auch ein bisschen erwischt. Ja, die zweite. Das läuft jetzt mit Abstand besser. Oh, es sind aber wieder 3. Verdammt. Okay. Sag mal, muss ich hier eine Zeit durchhalten? Oder kommen die jetzt hier unendlich? Das ist ja ätzend. Das ist ja richtig übel. Hätte doch noch einen Energietrank nehmen sollen. Was macht sie da? Ich hoffe, sie beeilt sich bei allem, was sie da macht. Okay, die nächste erledigt. Allerdings hat es mich auch ganz schön erwischt. Boah, es sind schon wieder 3. Ernsthaft? Kann ich hier irgendwas tun, damit die nicht auftauchen? Oh, oh, nein, 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 nein. Bitte. Oh, verdammt. Alle Achtung. Okay, wir haben echt ein Problem. Ich muss ein bisschen Zeit gewinnen. Ich kann jetzt keine Treffer mehr vertragen. Ich brauche ein bisschen Leben erstmal. So, vorne, die haben wir jetzt. Okay, da kommt schon wieder eine neue dritte. Ey, das ist unfassbar. Scheiße. Und jetzt wieder eine neue. Hallo? Wie lange macht sie das? Wie lange soll dieses Spiel jetzt gehen?
Ist doch nicht zu fassen. Unsere Kartätschen sind auch gleich alle. Okay, schnell hinspringen, Schläge machen, zurückspringen. Dann wird man gar nicht getroffen. Ja, so zum Beispiel. Wie viele noch, bitte? Ah, jetzt war ich zu gierig. Kommt wieder einer? Es sind wieder drei Leute. Hallo? Ich habe keine Kartätschen mehr. Ich kann aber meine Energie nicht für Art oder sowas ausgeben. Ich brauche das für Fen. Ja, das war schon wieder schlecht. Okay, habe ich vielleicht irgendwie eine Mechanik nicht verstanden? Es hat geklappt. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein unangenehmer Kampf, muss ich mal sagen. Und jetzt? Jetzt geht sie zurück. Müssen wir... Ah, warte mal. Hier liegt jetzt ganz viel Kram rum. Ganz viel Wertvolles. Wertvolles. Müssen wir sie immer noch beschützen? Die Geister sind zumindest weg. Aber die Todesentsetz... Oh, hier war auch noch ein Ort der Macht. Ah, das hätte ich natürlich wissen müssen. Hätte mir vielleicht auch nochmal geholfen. Die Todesessenzen, die sind echt wertvoll. Das ist nur eine Falle. Okay, alles klar. Gut, wir haben zwei Orte der Macht nicht genutzt. Hätte uns den Kampf hier noch ein bisschen erleichtert. So. Hat es geklappt? Das Herz der Militäler hat seine frühere Macht wiedergewonnen. Ich spüre es. Ich hätte dir solche Rituale gar nicht zugetraut. Hast mich für eine Dorfhexe gehalten, die bestenfalls mit Spinnweben verknetetes Brot auf die Wunden legen kann? Was du getan hast, war jedenfalls einer Zauberin würdig. Zauberin, gelehrte Bücher, Zauberschulen. Aber was wissen sie schon? Magiehexer bedeutet Herzklopfen und Geruch von Fäulnis. Unerträglich reizt sie den Leib, lässt einen schreien und weinen. Wenn die Pflugschar einem Nest mit Feldmäusen ausweicht. Wenn die Menschen sich paaren unter dem neuen Mond. Wenn Blut und süße Milch fließen. Das ist Magie. Das alles habe ich erlebt. Das alles habe ich gesehen. Das alles beherrsche ich. Ich würde mit keiner Zauberin je tauschen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe, aber ich bewundere es gewiss. Nimm dieses Amulett zum Andenken an unsere Begegnung. Du wolltest es doch haben. Du hast mir geholfen, es zu entzaubern, ohne etwas dafür zu verlangen. Großzügigkeit ist eine seltene Eigenschaft. Das Herz der Militäle bringt wieder Glück. Ich denke, das kannst du besser gebrauchen. Danke. Komm zu mir, wenn du etwas brauchst. Keine Hexe ist so arg, wie man sie darstellt. Großartig. Schön. Wunderbar. Haben wir das abgeschlossen. Ja, und dann sollten wir uns natürlich angucken, was uns jetzt das bringt. Meditiles Herz. Plus 1 Vitalitätsregeneration. Das ist schon richtig gut. Die Frage ist, müssen wir das irgendwie ausstatten? Aktion mit diesem Gegenstand nicht möglich. Nein, aber wir müssten das dann im Charakter, in der Charakterübersicht uns anschauen können. Ah, hier sehen wir es. Vitalität, Regeneration im Kampf 1 und sonst 5. Das heißt, das steigert das um 20-25%. Ich glaube sogar im Kampf. Ich bin mir aber nicht sicher, weil sonst hatten wir, glaube ich, im Kampf 0 und sonst 4. Das wäre schon stark. Das wäre schon stark. Tolles Amulett. Nun gut, liebe Leute, dann verabschiede ich mich. Wir werden dann das nächste Mal uns mit den Elfen treffen, dort an den Ruinen und den Königsmörder jagen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.